Hallo zusammen. In dieser vorläufig vorletzten Folge zum Thema Bridgeboard wollen wir uns mal ein Thema anschauen, in dem diesmal ausnahmsweise das Bridgeboard seine Ressourcen dem Amiga zur Verfügung stellt und nicht wie bisher immer andersherum. Es geht um das Thema Netzwerk, die Netzwerkbrücke, die Ether Bridge. Ein Thema, zu dem man sagen könnte, und endlich macht dieses komische, kompliziert einzurichtende Bridgeboard endlich mal Sinn. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein kleiner Nachtrag zur Folge 15. Ich habe stets mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Festplattenlösung, eine Amiga-Partition dem Bridgeboard zur Verfügung zu stellen, nur dann funktionieren kann, wenn euer Amiga-Festplatten-Controller das SCSI-Device benutzt. Ja, dem ist so, wenn ihr die Bordmittel von Commodore benutzt und aus dem Aminet die Janus-Tools. Kaum war allerdings die Folge veröffentlicht, wurde ich mit Nachdruck vom guten Blind German, von wem auch sonst, darauf hingewiesen, dass es da auch noch ein weiteres Softwarepaket gibt, welches mehr oder weniger als Allheilmittel daherkommt. Im Aminet findet ihr das Ding unter PC-Disk 9.1 Beta. PC-Disk soll die Partitionslösung auch zur Verfügung stellen mit jedem anderen Device, also mit jedem anderen Festplattencontroller, den es für den Amiga gibt. Des Weiteren steht in der Beschreibung, dass die Übertragungsgeschwindigkeit schneller sein soll und dass die Hardfile-Lösung ebenfalls schneller sein soll. Was ich allerdings besonders spannend finde bei PC-Disk oder zumindest in deren Beschreibung, es heißt, der Amiga könne die PC-Partition mounten. Das würde bedeuten, dass man von der Workbench aus auf die Partition des Bridgeboards zugreifen kann. Und das würde den Datenaustausch natürlich mächtig vereinfachen. Man müsste nicht mehr mit dem leicht umständlichen Weg über A-Read und A-Write arbeiten. Ja, liebe Bridgeboard-Fans, verzeiht es mir leider, dass ich selbst dieses Paket noch nicht ausprobiert habe. Und ihr wisst, es ist so wie immer, ich kann erst etwas zeigen, wenn ich es selbst ausprobiert habe. Aber möglicherweise gibt es ja den einen oder anderen, der sich das jetzt auch mal ohne Videoanleitung traut. Denn es ist tatsächlich so, diese Folge und die nächste Folge, das wäre dann erstmal alles zum Thema Bridgeboard, was ich hier zeigen will. Ich bekomme nämlich langsam einen Brückenkoller und möchte dann wirklich erstmal etwas anderes machen. Okay, und jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Thema an, die Ether Bridge. Entgegen meiner bisherigen Vorgehensweise bei meinen Videos verrate ich euch jetzt schon, was am Schluss dabei herauskommen soll. Wir benutzen eine einfach zu bekommende, günstige Ethernet. Naja, Netzwerkkarte mit RJ45-Anschluss jedenfalls, auf der PC-Seite hinter dem Bridgeboard. Und die Software Etherbridge, welche wir jetzt installieren werden, wird uns diesen Netzwerkzugriff auf der Amiga-Seite zur Verfügung stellen. Warum verrate ich das Ganze schon vorher? Als Demonstration, damit das Ganze funktioniert, werde ich jetzt im Folgenden einen Internetzugriff zeigen. Und diejenigen, die sich die bisherigen Folgen angeschaut haben und wissen, was im Amiga 2000 bis jetzt eingebaut ist, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mit einer 68020er CPU und 4 MB Fast RAM ins Internet. Yo, das ist wirklich bescheuert. Es soll ja auch wirklich nur zu Demonstrationszwecken sein. Naja, und wo es auf jeden Fall etwas bringt, das ist im Bereich Amiga Explorer, Datenaustausch zwischen Amiga und PC. Fangen wir jetzt aber erstmal an. Die Software, die wir brauchen, kriegen wir natürlich wieder aus dem Aminet. Sucht dort nach Etherbridge. Und wenn ihr das nachbasteln wollt, was ich jetzt noch zeige, holen wir uns noch den TCP-IP-Stack Miami mit allen dafür notwendigen Softwarepaketen. Und damit wir noch einen kleinen Browser haben, dafür genügt uns das Demo von Aweb. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch die Vollversion benutzen. Es ist beides im Aminet erhältlich. Damit Aweb funktioniert, brauchen wir auch noch ClassAct. Also laden wir uns das auch noch herunter. Wenn ihr die ganzen Daten habt, schaufelt sie rüber auf euren Amiga.
Tut es euch allerdings bitte nicht an und versucht AOBEP mit der seriellen Verbindung des Amiga Explorers zu übertragen. Ihr könnt noch ein klein bisschen warten, bis wir die Etherbridge zum ersten Mal aufgebaut haben und dann können wir uns mit einer deutlich schnelleren Verbindung per Amiga Explorer den AOBEP Browser auf den Amiga holen. Hardware-seitig brauchen wir selbstverständlich eine Netzwerkkarte. Und hier könnt ihr, wie bereits gesagt, auf eine günstige Netzwerkkarte zurückgreifen. Wichtig wäre allerdings nur, dass die Karte entweder NE2000 kompatibel ist, die Vorgehensweise dafür werde ich jetzt zeigen, oder 3COM kompatibel ist. Wenn ihr eine andere Karte benutzen wollt, braucht ihr dafür die entsprechenden Treiber. Aber zu NE2000 sind ziemlich viele kompatibel. Das war's an Vorbereitungen und jetzt geht's los. Egal für welche Festplattenlösung für das Bridgeboard ihr euch entschieden habt, ihr solltet mindestens noch einen freien ISA-Steckplatz für die Netzwerkkarte haben. Installiert dort eure Netzwerkkarte. Und vorher noch ein kleiner Tipp aus der Praxis. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob diese Karte wirklich funktioniert, testet sie erstmal in einem normalen PC-System. Nicht, dass dann hinterher das Geschreie und Geheule auf das Bridgeboard groß ist und im Endeffekt nur die Netzwerkkarte die REMs hat. In der heruntergeladenen LHA-Datei Etherbridge findet ihr einen Ordner mit dem gleichen Namen. Lasst euch hier jetzt nicht davon verrückt machen, dass die Icons unter der alten Workbench 3.1 etwas komisch aussehen. Wer zum Beispiel schon mit einer Classic Workbench arbeitet, der bekommt hier auch schönere Icons präsentiert. Aber naja, auf die Optik sei jetzt erstmal geschissen, Hauptsache die Funktion ist gegeben. Im Ordner Etherbridge findet ihr den Ordner Networks und dieser Ordner muss jetzt als erstes in eurer Systempartition in den Ordner Devs kopiert werden. Im Ordner Network selbst findet ihr drei verschiedene Ethernet-Devices mit drei Ziffern am Ende. Diese Ziffern stehen für den Prozessortyp, für welchen die jeweiligen Devices eingesetzt werden können. Löscht einfach die anderen Devices, welche auf euren Prozessor nicht zutreffen und benennt das übrig gebliebene Device um in etherbridge.device. Sollte euer Prozessor nicht aufgeführt sein, dann benutzt einfach ein Etherbridge-Device, welches die nächst niedrigere Prozessorstufe zeigt. Habt ihr also zum Beispiel einen 68060er Prozessor, dann benutzt das Etherbridge 040 Device. Des Weiteren findet ihr im Etherbridge Ordner den Unterordner NVARC und der beinhaltet den Ordner SANA 2. Diesen Ordner kopiert ihr jetzt in eure Systempartition, dort in den Ordner Prefs. Wenn ihr euch hier alle Dateien anzeigen lasst, findet ihr den Ordner env-archiv. Hier rein muss der SANA 2 Ordner kopiert werden. Dann gibt es noch im Etherbridge Ordner den Unterordner etherprefs. Den könnt ihr eigentlich hinkopieren, wo ihr wollt. Aber da es Prefs sind, bin ich der Meinung, dass sie auch in den Prefs-Ordner hineingehören. Einfach rüberkopieren. Im Unterordner PC findet ihr die Treiberdateien, welche später auf die PC-Seite des Bridgeboards übertragen werden müssen. Um sie zu sehen, müsst ihr wieder alle Dateien anzeigen lassen und in diesem Beispiel haben wir eine NE2000 kompatible Karte, dafür ist die Datei e2000.com zuständig und wir brauchen, egal welche Karte wir nutzen, immer die Datei eb-server. Wir werden diese Dateien jetzt gleich per a-read auf die PC-Seite transferieren. Dazu gehen wir auf die PC-Seite des Bridgeboards und holen die Dateien per a-read-Befehl auf die PC-Festplatte. Dazu einfach den Befehl benutzen, a-read, das Quellverzeichnis auf dem Amiga eingeben, in diesem Fall hier habe ich alles auf meine Temp-Partition liegen, anschließend das Zielverzeichnis auf der PC-Seite und nicht vergessen, den Switch b setzen.
Es gibt keinen Zwangszielordner für diese Dateien. Wichtig ist nur, dass ihr euch den Speicherpfad auf der PC-Seite merkt. Wir müssen später der Etherbridge-Software noch sagen, wo sie diese Dateien zum Verbindungsaufbau dann finden kann. Ist die Übertragung beendet, gehen wir zurück auf die Amiga-Seite und öffnen im Ordner Prefs und starten dort die Etherprefs. Hinter DOS-Server tragt ihr den PC-Pfad der Datei ebserver.exe ein. Und unter Mode wählt ihr im Dropdown-Menü das verwendete Bridgeboard aus. In unserem Falle hier ist es ja eine A2286. Da ich eine NE2000-kompatible Netzwerkkarte verwende, lösche ich unter DOS Drivers den 3COM-Treiber per Delete. Mit einem Klick auf Edit kommen wir in das Konfigurationsmenü des Treibers und hier geben wir nun den Pfad der Datei e2000.com ein. Auf der PC-Seite natürlich. Darunter stehen die Parameter und diese beziehen sich auf die IO-Adresse und den Interrupt der verwendeten Netzwerkkarte. Dazu gibt es später noch ein paar Informationen, wie man diese Einstellungen herausfinden kann. Wir speichern jetzt das Ganze per OK und Save und dummerweise schmeißen uns jetzt die Etherprefs wieder raus. Wir müssen aber wieder hinein, also öffnen wir sie erneut. Jetzt klicken wir auf den Reiter Interface Test und wenn alles geklappt hat, sehen wir nun, wie die Paketdaten zwischen Amiga und PC-Seite hin und her geschaufelt werden. In der roten OK Countbox laufen die Zahlen nach oben. Es kann sein, dass beim Starten des Interface-Tests ein Request-Fenster aufgeht, in dem darauf hingewiesen wird, dass unterschiedliche Versionen verwendet werden. Macht euch da keinen Kopf drum, dieses Fenster kann man getrost wegklicken. Wenn ihr den Interface-Test startet oder auch zu jedem Zeitpunkt, wenn ihr euren MS-DOS-Server startet, dann solltet ihr auf der PC-Seite folgende Vorgänge sehen. Nachdem die Serververbindung aufgebaut worden ist, kann sie auf PC-Seite mit einem Tastendruck auf eine beliebige Taste beendet werden. In der Regel allerdings werdet ihr eure Serververbindung natürlich von Amiga-Seite aus beenden. Allerdings kann dies eine gewisse Fehlerquelle sein, wenn man vielleicht nicht wissend im Blindflug auf der PC-Seite unterwegs ist und eine Taste drückt und plötzlich ist die Verbindung weg. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Und damit nähern wir uns unserer ersten Probefahrt. Ab jetzt entspricht die Einrichtung einer Netzwerkverbindung im Prinzip dem Standardvorgehen, wie man es immer beim Amiga macht, wenn man ihn ins Netzwerk bringen will. Wir brauchen dazu selbstverständlich einen TCP-IP-Stack. Miami haben wir dazu heruntergeladen. Entpackt die Dateien und führt die Installationsprozedur von Miami durch. Im Detail werde ich nun darauf nicht mehr eingehen. Wer sich das genau anschauen möchte, der darf sich die Folge 4 der Yesterchips reinziehen. Dort geht es ganz allgemein um die Einrichtung eines Netzwerks auf dem Amiga. Sobald Miami läuft, geht ihr über Einstellungen, Laden in den heruntergeladenen und entpackten Etherbridge-Ordner und hier in den Unterordner Miami 3.0 und hierin befindet sich die Miami-Konfiguration Etherbridge.exe.
.config. Diese Datei ladet ihr. In dieser Datei befinden sich alle notwendigen Einstellungen für die Zusammenarbeit von Miami mit der Etherbridge. Eine einfache Kontrolle, ob das Laden der Konfigurationsdatei funktioniert hat, könnt ihr durchführen, indem ihr auf Schnittstelle klickt und dann hinter Treiber kontrolliert, dass hier Devs Networks Etherbridge.device steht. Im gleichen Fenster müsst ihr noch eure IP-Einstellungen vornehmen, also gebt dem Amiga eine IP-Adresse unter Netzmaske, kommt die Subnetzmaske eures heimischen Netzwerks hinein und Gateway, das ist die IP-Adresse eures Routers. Solltet ihr wirklich den Ritt ins Internet wagen wollen, dann stellt ihr noch unter Datenbank und hier DNS-Servers die IP-Adresse eures DNS-Servers. In der Regel ist euer DNS-Server euer Router, also dessen IP-Adresse, einfach hier eintragen. Speichert die Einstellungen idealerweise als Standardkonfiguration von Miami, dann wird das immer automatisch beim Start von Miami geladen. Und jetzt setzt ihr Miami online. Und wir starten den Amiga Explorer. Beim Starten des Amiga Explorers wird uns direkt angezeigt, dass wir eine TCP-IP-Connection verwenden und die BSD-Socket-Library. Sollte die Verbindung per Miami nicht ordentlich aufgebaut worden sein, dann steht hinter Connection Serial Device, beziehungsweise wer sich die Folge 3 der Yesterchips angeschaut hat, der hat hier Boardbandit.device stehen. Wenn ihr das sehen solltet, ist irgendwas schiefgegangen. Natürlich müsst ihr jetzt auch die Verbindungseinstellungen auf der anderen Seite der Amiga Explorer Verbindung einstellen. Dazu Rechtsklick auf das Amiga Explorer Icon und über Eigenschaften in das Einstellungsmenü hineingehen. Hier den Verbindungstyp von Serial auf TCP/IP ändern und darunter die IP-Adresse eures Amigas eintragen. Die haben wir ja gerade eben in Miami festgelegt. Bei dem darunter stehenden Passwort ändert ihr bitteschön gar nichts. Mit OK die Einstellungen verlassen und wenn wir jetzt den Amiga Explorer per Doppelklick starten, sollten wir in gewohnter Art und Weise den Inhalt unseres Amiga 2000 vor uns sehen. Und wenn ihr es jetzt immer noch so richtig wissen wollt, dann kopieren wir jetzt AWEB und falls noch nicht geschehen auch ClassAct rüber auf den Amiga. Im direkten Vergleich mit einer 19200 Bordverbindung über das Nullmodem-Kabel können wir hier jetzt von einer ungefähren Geschwindigkeitsverbesserung reden, die etwa beim Faktor 5 liegt. Damit AWEB funktionieren kann, müssen wir zuvor ClassAct installieren. Und diese Installation geht ein wenig ungelenkig, denn es gibt keine Installationsroutine dafür. Im Softwarepaket von ClassAct finden wir zwei Ordner, Prefs und Classes. Auf unserer Systempartition befindet sich ebenfalls ein Classes-Ordner, den wir zunächst per Alle Dateien anzeigen sichtbar machen müssen. Und jetzt kopieren wir einfach den Inhalt des Classes-Ordners aus dem ClassAct-Software-Paket rüber in den bereits vorhandenen Classes-Ordner. Gleiches gilt auch für die Dateien in den Unterverzeichnissen. Nochmal zur Erinnerung, wenn man mehrere markierte Dateien in der Workbench 3.1 am Stück kopieren will, dafür muss man die Shift-Taste gedrückt halten. Was den ClassAct-Ordner Prefs angeht, so kopieren wir einfach die ClassAct Prefs in unsere Prefs, welche wir auf unserer Systempartition liegen haben. Wenn das erledigt ist, starten wir den Amiga einmal neu. Nach dem Neustart führen wir die Installationsroutine von AWEB durch. Diese Installation ist denkbar einfach gehalten, bis auf ein paar wenige Zwischenfragen werden wir durch die Installation nicht belästigt. Im Prinzip könnt ihr alle Einstellungen so lassen, wie sie sind. Wenn dann die Frage kommt, ob euer Amiga mehr als 2 MB Arbeitsspeicher hat, naja, dann gebt eben die passende Antwort darauf. Ansonsten könnt ihr euch stets durchklicken mit Weiter, Weiter, Weiter.
Ja, und wenn es dann soweit ist, gehen wir wieder online, wenn wir es nicht eh schon sind, und starten AWeb. Und jetzt herzlichen Glückwunsch, unser Amiga 2000 ist praktisch Selbstversorger geworden. Rufen wir das Aminet auf, bringen die entsprechende große Portion Geduld mit, denn es wird wirklich dauern. Ja, ich arbeite hier wieder mit Schnitten und mit Zeitraffer, weil so viel Zeit habe ich nicht. Und ja, wir sehen, es funktioniert zwar, aber es ist eine Quälerei. Naja, was soll's? Hauptsache es geht. Ja, genau. Aber schaut euch nur mal an, was diese Scheißaktion mit unserem Arbeitsspeicher macht. Keine Chance, dass sich hier irgendetwas in einer halbwegs annehmbaren Geschwindigkeit vorwärts bewegt. Was ihr nun mit dieser Etherbridge anstellt, mit eurer neu gewonnenen Netzwerkverbindung, das überlasse ich mal ganz eurer Kreativität. Jedenfalls wünsche ich schon mal viel Spaß und vor allem viel Geduld. Für die Einstellung der IO-Adresse und des Interrupt für eure Netzwerkkarte ist es durchaus hilfreich, wenn man diese erstmal herausfindet. So umständlich es auch klingen mag, aber dafür muss die Karte erstmal in einen anderen PC rein und dann könnt ihr zum Beispiel mit dem Windows-Gerätemanager herausfinden, wie die Einstellungen der Karte sind. Oder ihr benutzt ein Programm, welches ich ziemlich toll finde, von Intel, das ESA Configuration Utility. Damit kann man sich die Einstellungen nicht nur anzeigen lassen, sondern man kann sogar, wenn es sich um eine Plug-and-Play-Karte handelt, die Einstellungen fest vorgeben. Allerdings sei dazu gesagt, dass das ICU auf der A2286 in Ermangelung von genügend Arbeitsspeicher nicht lauffähig ist. Zum Ende von diesem Thema stellt sich wieder die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wobei man diese Frage generell in unserem Hobby ja nicht stellen sollte. Aber es spricht tatsächlich einiges für die Etherbridge-Lösung. Fangen wir mal an, wenn wir den Amiga einfach nur ins Netzwerk bringen wollten, brauchen wir eine Amiga-Netzwerkkarte. Ist korrekt, wenn wir so eine Karte haben und da wir entsprechend ordentlich Kohle hingelegt haben, dann bekommen wir definitiv eine schnellere Anbindung als Netzwerk als über die Etherbridge. Das ist korrekt. Aber wie gesagt, so eine ESA-Netzwerkkarte, die kriegt man für ein paar Euro 50 und eine Amiga-Netzwerkkarte, ja, es dauert ein bisschen, bis man mal an eine herankommt und wenn es dann soweit ist, muss man Geldsack ordentlich aufmachen. Gewiss, die Installation einer Amiga-Netzwerkkarte fällt auch durchaus leichter aus als diese Etherbridge-Lösung. Aber von der allgemeinen Befriedigung mal abgesehen, wenn die ganze Bastelaktion funktioniert hat, haben wir dann auch auf der PC-Seite eine Netzwerkkarte eingebunden und wenn auch nicht mit der A2286, so aber doch mit der A2386 kann man dann so langsam anfangen und auch mit der PC-Seite Spaß mit dem Netzwerk haben. Windows für Workgroups zum Beispiel funktioniert einwandfrei mit einer solchen Lösung. Und was die allgemeine Sinnfrage angeht, ja, warum leckt sich ein Hund nochmal die Weil es kann, ne? Bis hierhin habt ihr drei Möglichkeiten kennengelernt, wie man dem Bridgeboard zu Festplattenspeicher verhelfen kann. Und die eine Möglichkeit, das Virtual Autoboot Drive bzw. das Hardfile, hat noch eine kleine Schwester und die versteckt sich in den PC Janus Tools in den Dateien jdisk.sys und jlink.exe. Damit das Ganze funktioniert, muss jdisk.sys als Device in die Config-Sys-Datei von MS-DOS eingetragen werden. Anschließend könnt ihr mit dem Befehl jlink virtuelle Festplatten erstellen. Sie sind allerdings nicht vergleichbar mit den richtigen Hardfiles, von denen das Bridgeboard booten kann. Nein, man kann sie mehr so als Speicherplatz on Demand bezeichnen. Auch hier werden auf der Amiga-Festplatte Dateien angelegt, welche vom Bridgeboard als Festplatte erkannt werden. Die Syntax dafür ist jlink, die Laufwerksbezeichnung, welche das neue virtuelle Laufwerk haben soll, und dahinter der Speicherpfad auf Amiga-Seite. Mit dem Switch C wie Create wird angegeben, dass das zu verlinkende Laufwerk noch nicht existiert und erst erstellt werden muss. In meinem Beispiel hier habe ich das neue virtuelle Laufwerk E im Arbeitsspeicher des Amigas abgelegt. Das bringt einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil mit sich, aber man muss natürlich bedenken, wenn der Amiga neu gestartet wird, ist der Arbeitsspeicher leer. Möchte man also sein virtuelles Laufwerk erhalten, sollte man es auf die Festplatte des Amiga legen.
Ein so erstelltes virtuelles Laufwerk hat eine dynamische Größe, das bedeutet, wenn es droht voll zu laufen, erweitert es sich einfach von selbst. Und das geht natürlich nur so lange, wie auf der Amiga-Partition noch Platz ist. Gibt man nach einem erfolgreichen J-Link-Vorgang einfach nur den Befehl J-Link ohne weitere Eingaben ein, so erscheint eine Übersichtstabelle über die verbundenen virtuellen Laufwerke. Mit dem Befehl J-Link Laufwerksbuchstabe und dem Switch U kann ein gemountetes virtuelles Laufwerk wieder abgehängt werden vom System. Es existiert allerdings weiter als Datei und kann zu jedem späteren Zeitpunkt wieder eingebunden werden. Dies dann natürlich ohne den Switch C, denn createn wollen wir es ja nicht noch einmal, es existiert ja bereits. Das letzte Thema für diese Folge und gleichzeitig das vorläufig letzte Bastelthema in Sachen Bridgeboards, welches ihr von mir aushalten müsst, dreht sich um die Verwendung des CD-ROM-Laufwerks. In unserem Amiga 2000 haben wir ein CD-ROM-Laufwerk installiert. Dieses soll nun auch von der PC-Seite des Bridgeboards nutzbar sein. Damit das funktioniert, brauchen wir das Softwarepaket AmiCDX aus dem Aminet. Laut der Beschreibung von AmiCDX soll die Kompatibilität zu den Commodore Bridgeboards am besten gegeben sein, aber sie sollen auch mit den Bridgeboards anderer Hersteller, also auch beispielsweise mit der Golden Gate Reihe von Vortex, zusammenarbeiten. Im AmiCDX Ordner wird uns zunächst erstmal nur die Bedienungsanleitung von AmiCDX angezeigt. Um alles andere sehen zu können, müssen wir wieder uns alle Dateien anzeigen lassen. Hier sehen wir nun die Dateien für die Amiga-Seite, das sind die Dateien AmiCDX bzw. AmiCDX 020 und die AmiCDX.sys, das ist die Datei, welche wir auf die PC-Seite übertragen müssen. Da wir in unserem Amiga 2000 eine Turbokarte eingebaut haben mit einem 68020er Prozessor, können wir die 020er Version von AmiCDX benutzen. Wir kopieren diese Datei in unsere Systempartition in den Ordner C und löschen die Erweiterung .020. Idealerweise wird dieses Programm beim Starten des Amiga automatisch gestartet, also editieren wir jetzt unsere Startup Sequence. Wir fügen nach dem Befehl Bind Drivers folgende Zeile ein: Run nil Doppelpunkt, der Speicherort von AmiCDX, also in unserem Fall im Verzeichnis C. Dann der Befehl Serve und hinter dem Device tragt ihr das Controller-Device ein, an dem euer CD-ROM-Laufwerk angeschlossen ist. In unserem Fall hier ist es eine A2091, also das SCSI-Device. Und schließlich noch die SCSI-Unit-Nummer. Mein CD-ROM-Laufwerk hier ist auf 2 gejumpert. Speichert die Datei wieder ab mit Escape und X und weiter geht es auf der PC-Seite. Jetzt holen wir die Datei amicdx.sys von der Amiga-Seite rüber auf die PC-Seite. Das machen wir wieder mit dem Befehl aread. Die Syntax dafür dürft ihr mittlerweile bekannt sein. Aread, Quellverzeichnis und Zielverzeichnis und natürlich wieder den Switch B nicht vergessen. Im Prinzip kann die Datei überall liegen, damit sie aufgeräumt ist, kopiere ich sie in das DOS-Verzeichnis. Sobald die Datei kopiert ist, editieren wir nun die config-sys-Datei. Hier fügen wir folgende Zeile hinzu: Device ist gleich c://dos/amicdx.sys. Wenn ihr ein A2386 Bridgeboard benutzt, dann machen die Befehle, die ich in meiner config-sys drinstehen habe, auch Sinn. Bei der A2286 wird das ja nichts mit dem oberen Speicherbereich. Statt Device könnt ihr auch Device High einsetzen. Aber das sind MS-DOS spezifische Sachen, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Hauptsache, das AmiCDX.sys wird in der config-sys als Device geladen. Als nächstes editieren wir noch die AutoExec BAT. Hier fügen wir folgende Zeile ein: c://dos/msCDX.exe /d:/msCD000. Und dem MS-DOS-Scanner fällt auf, das ist der Standardbefehl, der auch bei einem ganz normalen PC benutzt wird, wenn man ein CD-ROM-Laufwerk unter MS-DOS benutzen möchte. Speichert die Datei ab
und startet das komplette System neu, also auch euren Amiga. Wenn alles auf Anhieb funktioniert hat, und das kommt öfter vor, als man glaubt, dann seht ihr beim Booten auf der Amiga-Seite überhaupt nichts Neues, Spezielles. Auf der PC-Seite hingegen seht ihr die Bootmeldungen von amicdx.sys sowie von mscdx. Dieses wiederum verrät euch den Laufwerksbuchstaben, welches es dem CD-ROM-Laufwerk zugeordnet hat. So, und jetzt legen wir zum Testen mal eine PC-CD-ROM ins Laufwerk ein. Und wir sehen, die CD-ROM wird auf der Amiga-Seite erkannt, nur der Amiga kann damit nicht allzu viel anfangen. Gehen wir auf die PC-Seite. Wählen den Laufwerksbuchstaben, welcher von MSCDX dem CD-ROM-Laufwerk zugewiesen worden ist. Und per Directory-Befehl sehen wir den Inhalt und wir können ihn sogar ausführen. Also, wenn das so funktioniert hat, dann lief es wirklich bilderbuchmäßig und genau so, wie es bei mir bis jetzt noch nie funktioniert hat. So ein paar Kleinigkeiten waren immer und die werde ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Ich hoffe doch, dass ihr auch ein paar extra Runden drehen müsst und nicht alles sofort funktioniert. Ungerechte Welt ist das. Wenn auf der Amiga-Seite das AmiCDX-Programm nicht oder nicht richtig läuft, dann äußert sich das wie folgt. Ihr geht auf der PC-Seite auf euer CD-ROM-Laufwerk, gebt DIR ein und es passiert gar nichts mehr. Ihr werdet feststellen, dass sich sogar der Amiga aufgehängt hat. Wenn das passiert, ergibt es tatsächlich die Bedienungsanleitung des AmiCDX, da kann man mal reinschauen, denn für dieses Programm gibt es haufenweise Switches und Zusatzbefehle, die einem bei einem Kompatibilitätsproblem helfen können. Was ich schon hatte, dass ein verwendetes CD-ROM-Laufwerk mit AmiCDX nicht so richtig zusammenarbeiten wollte und hier haben die Switches NoTRK, Check sowie NoAudio geholfen. Die werden einfach an den AmiCDX-Befehl in der Startup-Sequence hinten dran geschrieben. Bei diesem aktuellen Amiga 2000 hier hat es auch nicht auf Anhieb funktioniert. Hier brauchte ich Unterstützung von George Lucas. Die Macht musste mit mir sein. Der Force-Befehl musste eingefügt werden. Der kommt ein Stückchen weiter vorne rein und zwar direkt hinter dem Surf. Ja, manchmal sind es solche Kleinigkeiten. Auf der PC-Seite kann es aber auch zu Schwierigkeiten kommen und der wohl bekannteste Fehler wird direkt beim Booten angezeigt, dass nicht genügend Laufwerksbuchstaben zur Verfügung stehen. Dem kann man ganz schnell abhelfen, indem man in die Config-Sys die Zeile Last Drive gleich Z einträgt. Und das waren jetzt auch schon die meisten Problemchen, welche ich zumindest mit AmiCDX gehabt habe. Euch gönne ich jedoch so richtig schöne andere dreckige Fehler. Nee, Quatsch, was? Naja, lieber doch nicht. Unser Hobby ist schon zeitintensiv genug. Da kann man sich durchaus auch mal drüber freuen, wenn irgendwas tatsächlich auf Anhieb funktioniert. Das war jetzt das letzte Bridgeboard-Bastelthema, welches PC und Amiga-Seite betroffen hat. Ich habe hier jetzt noch einen ISA-Slot frei und da klatsche ich mir jetzt noch einen alten Soundblaster rein. Der Vorgang dazu allerdings ist wirklich ein reiner DOS-Vorgang. Na, dazu verliere ich jetzt keine Worte mehr. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das früher oft genug gemacht habt. Und wenn nicht, dann viel Spaß mit den DMAs und IRQs und IOs und ja, genau, viel Spaß dabei. Das wäre es nun auch für diese Folge gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen wieder und auch herzlichen Dank für die vielen Kommentare und Zuschriften, die ich in letzter Zeit gekriegt habe. Das zeigt mir doch, dass die Arbeit hier nicht ganz umsonst ist. Die nächste Folge wird sich noch einmal um das Thema Bridgeboard drehen. Allerdings wird da nicht gebastelt. Wir schauen uns die Bridgeboards von anderen Herstellern an. Es wird ein bisschen ein technisches Showlaufen. Vor allem vom Blind German, mit dem muss ich mich nochmal ganz dringend in Verbindung setzen, damit ich da ein bisschen Material krieg. Weil ich glaube, der Kerl hat so ziemlich in Sachen Hardware alles bei sich rumliegen, was es unter der Überschrift Bridgeboard überhaupt zu haben gibt. Und dann soll es das zu diesem Thema tatsächlich jetzt erstmal gewesen sein. Die übernächste Folge, ganz gewiss, hat ein ganz anderes Thema. Ich freue mich wieder über Feedback von euch, sei es auf YouTube, sei es in den bekannten Foren oder sei es via E-Mail. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit. Eine kleine Bittstellung von mir.
Hat vielleicht jemand von euch eine CDTV-Speicherkarte zu viel? Ich wäre auch bereit, dafür richtig Geld zu bezahlen. Ich habe mein CDTV aufgebaut und würde ganz gerne meine Spielstände bei SimCity zum Beispiel speichern, aber ich habe keine Speicherkarte und ich finde die Dinge momentan nirgends. Also wenn jemand eine zu viel hat und die auch verkaufen möchte, einfach mal eine Mail schreiben. Ich verrate es auch niemandem. So, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.